Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Craftopia. In der letzten Folge sehe ich gerade, dass ich keine Axt mehr habe. In der letzten Folge haben wir ja hier soweit alles abgefarmt, abgegrast. Wir waren bei Anubis oben. Und ich wollte auf neue Inseln gehen. Dazu brauche ich allerdings irgendwas. Müssen wir doch mal gucken, was das ist. Wir brauchen Holz. Holz? Oh, ich müsste mein Inventar mal leer räumen. Eventuell. Und eine Axt würde ich mir gerne herstellen wollen. Dazu fehlt mir Titanium. Wow. Was ich nicht mehr besitze. Das ist scheiße. Ich habe nur noch 8 Titanium. Dann werden wir uns... Was kommt davor? Stahl. Auch nicht herstellen. Shit. Ich würde aber gerne den Mob-Loot hier lassen. Hier, das. Hier ist auch noch Platz. Da lassen wir das und das mal hier. Holz haben wir dabei. Ja. Da gucken wir uns mal die anderen Maps an. Einmal die. Desert of Valley. 1 von 2. Eine Wüste, okay. Island of Fire and Sand. Was? Archipelago of Aptility. Die sieht interessant aus. Oh, die sehen alle 3 geil aus. Wir gehen mal auf die hier. Mal schauen, was uns da erwartet. Ja, der Ladescreen, der ist sehr schön. Es dauert immer ein Weilchen. The Rappen will lose 1 durability points, bla 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 bla. Das konnte ich nicht lesen. Oh. Oh, ja, sieht recht nice aus. Wir holen uns gleich erstmal die Erze, die hier sind. Kopper natürlich auch noch, das wird auch noch benötigt. So. Oh, das sieht hier aber wirklich, ja, nice aus, muss ich sagen. Da hinten ist der Händler. Achso, ich habe keine Axt, scheiße. Komm mal her. Verkaufst du irgendwas für mich? Ein Gladius. Alter, 7000. Noch ein Gladius für 8000. Alter, aber es... Oh, nö, vergiss es. Die hole ich mir dann lieber aus Dungeons. Ein zweites Gladius wäre nämlich geil. Hier. Bam! Ey. Picke macht nämlich deutlich mehr Damage als... Hallo? Als das Schwert. Oh, da kommt schon der Nächste. Ach, und warum ich das Schaf getötet habe, mir ist aufgefallen, dass Wolle... Eine Wolle bringt 500 Gold. Wenn man davon 100 Stück verkauft, da hat man schon mal seine 50.000 Gold drinne. Also
Stopp. 10 mal Gold, 10 mal Wolle sind 5000? Ja, 50.000. Fergus the Blacksmith. Hab ich Holz für dich? Ja, komm mal her. Und da gab's eine Rune. Warum nicht? Ja, Ressourcen ist das A und O hier in dem Spiel. Also die werden bestimmt noch häufig benötigt. Wir haben eine Kiste. Ich habe eine Axt. Eine Silberaxt, die reicht erst einmal. Jetzt kann man nämlich die hier kaputt machen. Wenn... Hallo? Hallo? Meine Güte. Sage mal. Machen wir das halt so? Da drüben ist auf jeden Fall irgendwas. Da drüben genauso. Auf der Insel. Da ist ein Turm. Okay, der hat Herzchen über dem Kopf. Warum auch immer. Golderz. Und ich habe 2 Skillpunkte. Die werden wir auch gleich noch verteilen. Okay. Das dauert sehr lange. Das dauert auch sehr lange. Hallo, gehst du bitte mal kaputt? Wow. Wolle für Geld. Das hier unten mal bitte alles raus. Wir schauen uns einfach mal die Map an, weil die sieht so gut aus. Ich könnte mir hier vorstellen, gut zu bauen. Warum nicht? Ja, es tut mir leid, aber es geht nichts über Erze. Da hinten sehe ich noch eine Kiste. Oh, so richtig schön mit Bergen. Das ist echt nice. Ein Hirschgeweih. Ja, wow. Das werde ich verkaufen. Du gehst mir auf den Sack, Huhn. Boah, der Stein hier sieht irgendwie aus wie so ein Altar. Und da oben ist ein Dungeon. Und ganz viele Monos. Okay. Bevor ich das... Oh, nee. Bevor ich in das Dungeon gehe, will ich das Eisen gerne mitnehmen. Erschreck mich nicht so. Ich hab doch hier so ein wunderschönes Schwert. Komm mal her. Alter. Ja, tu it. Falsch. Das da. Rein ins Dungeon, würde ich sagen. Escaping Trail.
Oh! Gacha Coin. A special coin for a specific use. Make them happy, okay. Und was ist das? Macht 150 Damage. Das macht 160. 150, 140. Aber nee, wir bleiben bei dem, was wir hier haben. Level 10, Fense, Reset, Papa. Ja. Ich glaube nicht, dass ich das mit meiner Ausdauer schaffen werde. Oder? Okay. Okay. Nee. Das Ausdauer ist schon leer. Also wird uns nichts anderes übrig bleiben. Nein! So. Das ging aber schnell, muss ich sagen. Ohne Boss schade. Hallo, öffne dich. Oh, ein Ring. Da wieder zwei große Schwerter, ein paar kleine. Palim, palim. Ich habe Pfeile, aber kein Bogen. Okay. 140. MAT10, MAT5, Max Mana. Nee, dann bleiben wir bei dem, was wir hier haben. Death plus 6%, Death plus 6%. 140, 155. Okay. Haben wir jetzt auf jeden Fall zwei gute Schwerter. Oh, ja, okay, das nehme ich dankend an. Was ist mit dir los? Lass mich doch mal in Ruhe. Was? Steingolem. Nö. Nicht mit mir. Stopp mal, der ist aus Stein. Au. Oh. Okay. Und da war er down. Lol, hier gibt's Steingolems auf der Map. Geil. Hier ist noch ein bisschen Eisen, ne? Ja, aber das mit dem Steingolem war ja mal jetzt, dadurch, dass es im Dungeon keinen Boss gab, fand ich das jetzt richtig geil. Auch wenn er schnell down war.
Hier oben ist eine Brücke. Nice. Du bist ja doof. Hast du jetzt ernsthaft im Wasser Schaden bekommen? Tatsache. Mann, ist der doof. Ob ich da hochkomme? Vier, fünf. Da fehlt noch was. Und dieser komische Idiot, der steht da unten rum. Wow. Machen wir mal so hier. Okay, ein Dungeoner. Kristalle. Okay. Und nicht gerade wenig, so wie es aussieht. Beautiful Crystal. Challenge Quartz. Okay. Wie viel Platz haben wir denn noch? Komm, die brauchen wir erst einmal nicht. Ansonsten müssten wir noch genügend Platz haben. Ansonsten kann ich hier zur Not wieder rausgehen und mich erstmal auslernen daheim. Oh, Skelette. Ja gut, die kriegt man down. Wir haben hier so ein wunderschönes Schwert. So, die ersten Zwischengegner erledigt. Und da kommen Goblins. Ich denke mal, die werde ich auch down bekommen. Wieder eine Silberaxt. Ah, hier unten ist noch was zum Abernten. Okay. Ey! Wasch! Guckst du mich einfach an? Ich guck mich, Schatz. Oh, der Typ, der wieder auf mich kacken tut. Bist du denn? Au. Ach, ist schon offen. Ist schon offen. Äh,
das, das und das dort hin. Apropos, ich habe gar nicht geguckt, was der Ring für Werte hat. Aber die sind gut. Ach, verschwindet doch mal aus der Hotbar. So. Antidote. Das ist doch Gegengift. Das ist doch Gegengift. Ah ne, hier haben wir das. Warum kriege ich so viel Gegengift? Ah, im Übrigen, falls ihr das Spiel auch spielt, ein kleiner Hinweis. Ich habe es gerade gesehen. Man kann hier an der Seite durchgucken und sieht, was für ein Mob kommt. Au. Ah! Scheiße, ich bin gleich down. Alter, was los mit dir? Oh, die ist so gleich tot. Holy shit! Nee, weg hier. Weg. Nein. Lass mich bloß in Ruhe. Alter, als Bossmob eine Giftschlange. Nice. Möchte nur hoffen, dass die hier nicht da, hinterhergeschissen kommt. Nee, gut. Das wär's ja noch. Warum essen? Warum Fisch? Ach stimmt, ich war ja hier in so einer Höhle. Falsch, ich muss ganz kurz dahin zurück. Und mich auslernen. Ich bin zu voll einfach. Oder wir machen das ganz anders. Ich habe ja gesagt, die Map ist richtig nice. Vielleicht könnten wir ja hier sogar unsere komplette Base aufbauen. Und zwar so überm Wasser. Also, ich würde es geil finden. Wenn wir hier so die Base oben überhalb vom Wasser bauen. Wir versuchen es einfach mal. Craften eine Werkbank. Die stellen wir erst einmal hier auf. Das da brauchen wir doch, glaube ich. Wenn ich das jetzt alles schon in der anderen Base habe, ist nicht so schlimm. Denn man kann es ja wieder verkaufen. Okay, die muss ich sogar hier drinnen machen. Ja, hier. Ja, solange wie die Steinböden hergestellt werden, werde ich nichts weitermachen. Ich hoffe, doch, ich werde rübergehen in die andere Welt und. Nee, das machen wir dann später. Einen Markt kann ich jetzt auch nicht bauen. Gut, dann warte ich jetzt, bis die hier fertig sind und. Dann
beginne ich die nächste Aufnahme. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.